herzlich willkommen zum Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Colts hier bei Madden NFL 15 in unserer Spielerkarriere mit unserem, ja, Outside-Linebacker TJ Simmons. Hier sehen wir nochmal Tight End Zach Ertz. Und ja, das zweite Spiel der regulären Saison steht uns heute bevor. Das erste Spiel haben wir gegen die Jaguars gewonnen. Und ja, wir hoffen, dass unsere super Defense weiter so standhält, wie es die letzten Spiele der Fall war. Und wer weiß, vielleicht ist dann sogar der Super Bowl drin. Wir werden sehen. Nein, das ist natürlich Zukunftsgeträume, ganz klar. Aber man sagt ja immer, die beste Offense gewinnt die Season und die beste Defense gewinnt die Playoffs. Und wir sind momentan wirklich eben eine Mannschaft mit einer sehr guten Defense. Frage ist nur, schafft es diese Mannschaft über die reguläre Spielzeit, über die 16 Spiele, über die 17 Wochen eben diese Abwehrleistung zu halten oder eben nicht? Das werden wir sehen und das wird eben auch entscheiden, in welche Richtung unsere Zukunft geht. So, jetzt aber Kickoff. Wir sind natürlich wie immer nicht auf dem Feld. Ah, sind bis zur 21-Yard-Linie gekommen. Sehr gut. Sproles. Der Halfback müsste das sein. Oder Running Back. Ich weiß es nicht ganz genau. Nick Foles, der Quarterback. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt. Spielt ja nun nicht mehr bei uns in der Realität, genauso wie McCoy und ja, noch einige anderen, aber das interessiert uns jetzt nicht. Hier ist er noch dabei und wir werden in dem Spiel anscheinend ja, nur wenig bis gar nicht berücksichtigt, dürfen jetzt natürlich aufs Feld, aber Jones hier erstmal wieder mit dem Punt und der Touchback. Der Touchback, das heißt, die Colts fangen hier mit Andrew Luck an der 20-Yard-Linie, an der eigenen 20-Yard-Linie wohlgemerkt an. Und versuchen sich jetzt vorzuarbeiten, schaffen es aber anscheinend nicht. Wir mit einem PR-Mittel nehmen jetzt dankend ihren Punt entgegen und versuchen unsererseits dann eben, ja, einen Field Goal oder eben sogar einen Touchdown zu machen. Da haben wir natürlich aber wenig mitzureden, ganz klar, denn wir sind in der Defense und bekommen jetzt leider bis jetzt wenig zu tun in diesem Spiel. Schade, ich habe gehofft, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen öfter wird. Das erste Viertel ist vorbei und ja, sieht wirklich alles danach aus, dass wir jedenfalls in der ersten Hälfte des Spiels nicht spielen dürfen. Mal sehen. Oh, volle Stärke hier von Jones. Wird das wieder ein Touchback oder eben nicht? Jawohl, wird wieder ein Touchback. Die Nummer 13 zeigt hier gleich an. Den werde ich nicht fangen. Darf damit auch nicht getackelt werden. Ich sag's immer wieder. Und auch jetzt heißt das wieder, der Beginn der Colts hier beginnt an der eigenen 20-Yard-Linie. Und das ist hier wirklich ein ständiges Hin und Her der beiden Mannschaften. Keine Mannschaft bis jetzt hier geschafft, irgendwie zu punkten. Sproles kriegt den Ball. Wurde sogar gut geblockt. Kommt bis zur 30-Yard-Linie. Guter Anfang. Und jawohl, der erste Touchdown ist im Sack. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, und zwar, dass ich endlich mal aufs Spielfeld darf. Verdammte Scheiße hier. Versucht er diesmal zu laufen, Wir sind in der Nähe und wir, na, sind ein bisschen ungünstig gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Waren aber trotzdem noch dran. Selleck hier, glaube ich, die Nummer 87, bekommt aber den Tackle zugeschrieben. So. Field Goal Versuch. Wir versuchen es natürlich mit einem Block, aber ganz ehrlich, oh, was ist hier los? Die Colts? Der Schiedsrichter lässt hier die Flagge fallen, zeigt dir einen Offense Foul an, oder? Ja,
Und das Geile ist, sie sind jetzt nicht mehr in Field-Goal-Reichweite. Wie geil ist das denn? Sie haben sich gerade selbst versaut, hier drei sichere Punkte mehr oder weniger zu machen. Und ja, müssen sich eben. Oh, nochmal Flag. Brandon Boykin hier faul. Aber das artet Gott sei Dank nicht irgendwie negativ für uns aus. Gott sei Dank. So, nächster Punt hier von Jones, der Nummer 8. Und es wird wieder ein Touchback. Touchback Nummer 3 hier in diesem Spiel. Denn man hat einen starken Fuß, nicht schlecht. Oh. Darf ich etwa zum Schluss nochmal aufs Feld? Nein, darf ich nicht. Wunderbar, so muss es sein. Zweiter Versuch und 8. Nur noch 2 Sekunden zu spielen. Das heißt, es ist der letzte Versuch für die Colts hier in der ersten Hälfte. Oh, und sie lassen ihn nicht vorbei. Jetzt ein guter Wurf und ja, sehr schön verhindert von der 27 hier. Wunderschön. Ich dachte schon, jetzt kommt ein Touchdown. Aber nein. Die Cornerbacks da aufgepasst. Und weiß ich ja noch alles. So, Kick diesmal von Parker. Und sie versuchen es wieder mit einem Lauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei so einer Aktion immer noch total überfordert. Aber ich denke, das kommt im Laufe der Zeit sicherlich. Und ja. Field Goal, Field Down 1, 34 Yard, machbare Distanz hier für die Nummer 4. Und jawohl. Field Goal für die Colts hier. Und damit auch sie mit ihren ersten Punkten am heutigen, ja, Spieltag. Sproles darf wieder laufen, läuft auch. Ah, kommt hier immerhin bis zur 21-Yard-Linie. Das dritte Viertel inzwischen übrigens auch fast vorbei. Und Jones wieder mit dem Punt. Und diesmal wird das wahrscheinlich laufen. Würde ich mal behaupten. Und wird früh gestoppt hier an der eigenen 36-Yard-Linie. Aber natürlich, es ist gefährlich. Und keine Unterbrechung mehr. Das Spiel ist vorbei. Relativ langsam. Relativ ereignislos. Besonders für uns. Wir durften ja nicht wirklich viel zum Sieg beitragen. Trotzdem, Sieg ist Sieg. Natürlich, die Philadelphia Eagles gewinnen hier mit 7 zu 3 gegen die Colts. Und denke mal, ja, wir sind zwar bei 9 Minuten, aber ich denke mal, ich werde ganz einfach noch ein Spiel ranhängen. Ich glaube, die Statistiken anzuschauen, das können wir uns heute sparen, denn es ist ja im Grunde genommen nichts passiert, traurigerweise. Und also nichts aus unserer Sicht wohlgemerkt. Und deswegen machen wir das Ganze hier schnell. Ich werde vielleicht auch mal eine kurze Unterbrechung reinhauen, werde dann wahrscheinlich das Ganze schneiden und dann sehen wir uns im zweiten Spiel wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder hier jetzt mit dem nächsten Spiel gegen die Redskins. Und ja, wir haben jetzt 2 Spiele bestritten, haben ja beide gewonnen. Und ja, Alfred Morris und seine Mannschaft, denen geht es momentan nicht ganz so gut, denn die haben beide Spiele bis jetzt verloren. Und jetzt habe ich also gesehen, das Video laufen lassen. Verdammt, egal. Macht nichts. Dann sehen wir die Präsentation auch ganz kurz. Wir sind heute im Pennsylvania. In Philly. Ja, und eifern hier natürlich dem dritten Sieg entgegen. Ganz klar. Wäre wichtig für die Mannschaft. Mal sehen, ob wir es schaffen. Die Fans, die sind auf jeden Fall schon heiß. Und ja, natürlich auch die Redskins, die mitgereisten Fans, versuchen hier ein bisschen Stimmung zu machen.
Was aber immer ein bisschen schwierig ist. Hier sehen wir übrigens gerade Griffin, den Dritten, den Quarterback der Redskins, DeSean Jackson hier mit dem Kickoff. Wir dürfen also als erstes receiven, sprich, ja, wir machen den Anfang. Das ist natürlich jeden Trainer, der hat da seine ganz eigene Mentalität, seine ganz eigene. Nee, gar nicht, wir machen den Kickoff. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe Mist erzählt. Ja, aber trotzdem, jeder Trainer hat dann natürlich seine eigene Vorstellung davon. Der eine sagt, dass du bist dominant, wenn du die ersten Punkte im Spiel machst. Der andere sagt natürlich, lass die anderen einmal kommen. Und es ist viel wichtiger, dass ihr dann deren ersten Run sozusagen aufhaltet. Und dann habt ihr eben eine Dominanz. Und ich denke, diese Dominanz, die passt eher zu uns in Philadelphia, macht auch gleich hier die ersten Punkte. Ich darf hier gleich weitermachen mit dem nächsten Kickoff. Der gute Jones hier. Und es sieht nicht nach einem. Nein, sieht's nicht. Nach einem Touchback aus. Nein, die 12 läuft sogar bis zur 24-Yard-Linie relativ weit. Jetzt, ja, Field Goal-Versuch von Washington. 32 Yards dürfte definitiv machbar sein. Ja, 32 Yards sind natürlich ein bisschen mehr. Zum Tor. Tief geschossen. Sie schaffen es nicht. Viel zu flach geschossen. Was hatten sich die 16 dabei gedacht? Interessant. Nick Foles hier 73,7%. Seine Würfe momentan kommen an, hat drei Touchdowns, ein Interceptions und wie viel waren es? Knapp 300 Yards geworfen. Das ist ja nicht gut, aber auch nicht schlecht, würde ich sagen. Und ihr seht, momentan reicht es. Washington beißt sich an unserer Abwehr anscheinend auch schon wieder die Zähne aus. Probleme hier durchzukommen, Probleme hier zu punkten. Und ja, so muss es sein. Wir fangen jetzt an der eigenen 11-Yard-Linie an. Uiuiui. Gut gemacht. Und dieses Mal, denke ich mal, sollten sie es schaffen hier mit dem Field Goal. Sie stehen nur 2 Yards vor der Touchdown-Linie. Ganz ehrlich, immer 2 Yards. Ach, das war gar kein. Alles klar, es war kein Field Goal. Natürlich haben sie den Touchdown gemacht. Da habe ich gerade Mist erzählt. Es steht 7 zu 7 unentschieden. Und, ja, damit ist den Redskins schon mal gelungen, was den Colts nicht gelungen ist. Sie haben einen Touchdown gegen uns gemacht. Erstaunlich. Aber ja, so ist es Leben. Was soll's? Was können wir? Ja, wir können es ja nicht ändern. Und wir durften auch wieder nichts dazu beitragen. Also es sieht so aus, als wären wir weiterhin nur die C-Garde. Stimmt mich ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir irgendwie gewünscht, jetzt schon eine größere Rolle zu spielen, aber ganz ehrlich, zum Zuschauen vielleicht ist das nicht ganz so spannend. Das tut mir natürlich auch leid, aber es ist definitiv realistischer. Und wir sind der Jungspund, der Ungedraftete. Natürlich sind wir hier nicht gleich gänzlich in der Mannschaft integriert, ganz klar. Aber ich dachte es eben, weil als Rang wurde eben Second String angegeben. Wir sind die Zweitbesetzung und trotzdem lässt uns der Trainer momentan nicht auflaufen. Und das, obwohl wir eigentlich eine relativ solide und akzeptable Preseason gespielt haben. Und auch im ersten Spiel haben wir meines Erachtens gut gespielt. Also ich kann die Entscheidung des Trainers natürlich nicht ganz nachvollziehen. Werde sie natürlich dennoch akzeptieren. Ich werde mich hier ganz sicher nicht gegen den Trainer hier stellen und werde weiterhin auf meine Chance hoffen und diese dann eben nutzen, wenn sie uns dann endlich gegeben wird. Irgendwann hoffentlich. Oh, Washington mit den nächsten Punkten. Und Carroll, der Zweite, ist hier verletzt. Muss ersetzt werden. Fletcher ist es ja. Der Cornerback, der ersetzt werden muss. Hat hier irgendwelche Verletzungen an der Schulter. Und Washington führt. Sieht das etwa nach der ersten Niederlage aus hier im dritten Spiel für die Philadelphia Eagles? Ich hoffe es nicht. Aber es scheint ganz so. Es scheint ganz so.
Ah, der Ausgleich, da ist er im letzten Viertel hier. Kommt der Ausgleich, Gott sei Dank. Und der Wind ist momentan nicht ganz auf unserer Seite und er kommt weit bis zur 22-Yard-Linie. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir eben die letzten knapp 3 Minuten hier eben ausharren. Guckt euch das an. Wir haben einen kompletten Zug, den gerade mal 3 Yards gewährt. Das ist unglaublich und das ist wieder, ja, die Abwehr der Philadelphia Eagles, die ich eben kenne. Und vielleicht schaffen wir ja sogar noch während unseres Zugs in Field Goal Range zu kommen und damit vielleicht das Spiel zu entscheiden. Es sieht nach einem weiteren Touchdown aus. Hey! Sehr geil. So, bis zur 20-Yard-Linie gekommen. Der hätte den Ball auch durchlassen können und einen Touchback. Hat er aber nicht, egal. So. Jawohl, Spiel ist vorbei. Wir haben es sogar noch geschafft zu drehen. Mit wir meine ich natürlich unsere Mannschaft. Ich selbst durfte leider wieder sehr, sehr wenig dazu beitragen. Deswegen habe ich euch ja auch 2 Spiele gezeigt. Dennoch, auch hier durfte ich leider nicht zum Einsatz kommen. Ich werde jetzt weiter brav mein Training absolvieren und dann weiter auf meine Chance hoffen. Freunde, 2 Spiele, 2 Siege, 4 zu 0 jetzt. Für die Philadelphia Eagles, das sieht nach einer richtig guten Saison aus. Ich sage Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.